Namen Jahwa, Parashem Jahwa Scheiß. Ich grüße dich zu meinem neuen Video. Heute schauen wir uns zusammen die Thematik des Bartes an. Ja. Dann auf jeden Fall mal bei GMS Germany vorbeischauen. Wir haben uns auch erst neulich kennengelernt. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Kanal. Der Bruder hat auch einen zweiten Kanal, der heißt Sons of Israel, ja, auseinandergeschrieben. Sprich, englische und deutsche Videos, alles natürlich dabei. Dann auf jeden Fall mal bei dem Bruder Preach the Living Water vorbeischauen. Sorry, jetzt ist der Bildschirm ausgegangen. Aber die Aufnahme läuft natürlich noch. Genau, dort werdet ihr auf jeden Fall auch kostbare Lehre mit zu hören bekommen, ja, oder zu sehen bekommen. So, ja, wir schauen uns, wie gesagt, heute das Thema muss ein Mann ein Bart tragen an, ein Bart tragen, ein israelischer Mann, ja, muss der einen Bart tragen? Oder Männer allgemein sollten die einen Bart tragen? Wer auch immer das Video alles so guckt. So. Ich will gar nicht so kompliziert immer das Ganze erklären müssen, ja, sondern wir gehen einfach mal spontan an die Frage heran, sollte ich mir als Frau den Bart abrasieren oder nicht? Oder sollte ich als Frau einen Bart tragen oder nicht? So, was würdest du da von Natur aus wahrscheinlich antworten? So viel dazu. Dann kannst du dir vorstellen, weswegen einem Mann ja ein Bart wächst. So, das wussten die Ägypter schon, ja, dass man als Mann ein Zeichen ja von Göttlichkeit, ja, von Männlichkeit an sich trägt, ja, und dass das also dann eine Schande ist, diesen zu rasieren beziehungsweise ja rumzulaufen wie ein Mädchen. Ja, wir lesen ja schon, dass man keine Frauenkleider tragen soll als Mann. Ja, wie viel mehr soll man dann hier sein männliches Merkmal, ja, kahl rasieren? Ja, in Form von Trauer oder sowas könnte man schon fast sagen, machen das die Menschen. Ja, ich habe das ja auch mal unbewusst wahrscheinlich aus diesem Grund gemacht, ja. Und ja, ich würde das auf jeden Fall nicht tun. So, dann gehen wir natürlich hier mal auf die erste Bibelstelle ein. Nämlich sind wir hier in Levitikus Kapitel 19, Vers 27. Ich lese das Ganze jetzt mal auf Englisch vor. Ich werde euch das natürlich auch übersetzen. You shall not round the corners of your heads, neither shall thou mar the corners of thy beard. So, das heißt schon mal, du sollst nicht den Rand deines Haupthaares scheren. Ja, da sprechen wir heute nicht drüber. Ja, also sollst dir auch hier keine Konturen rasieren und so weiter und so fort. Ja, so irgendwelche Linien reinkanten, die von Natur aus nicht mal da sind. Ja, sieht auch unnatürlich aus, außer du hast jetzt irgendwie eine Perücke, dir wachsen keine Haare oder sowas. Aber dann müsstest du auch überlegen, ja, ob das nicht von Gott so gegeben ist, ob das nicht eine Strafe ist, was weiß ich. Ja, aber grundsätzlich ist es nicht der Regelfall. Ja, dass man sich da eine Perücke aufsetzt und die dann da so abkantet, dass es jetzt da so irgendwie so ausschaut, als wäre das natürlicher Haarwuchs oder so, ja. Davon reden wir heute nicht. So. Aber hier ganz wichtig: Neither shalt thou mar the corners of thy beard. So, das heißt, du sollst auch nicht, das Wort hier ist beschädigen, ja, mar the corners of thy beard. Ja, also den Rand deines Bartes. Ja, sollst du nicht beschädigen. Das impliziert natürlich, dass du dein Bart überhaupt nicht beschädigen sollst. Ist ja logisch, ja. Sprich, du sollst nicht mal den Rand deines Bartes beschädigen, ja, weil du somit schon deinen Bart zerstörst im Grunde. Okay, dann gehen wir mal weiter direkt, ja, hier weiter noch bei Levitikus, Kapitel 21, Vers 5. Thou shalt not make
baldness upon the head, neither shall the shave of the corner of thy beard, nor make any cuttings in the flesh. Okay, also hier geht es halt wieder darum, ja, dass du wieder nicht, ja, die Kanten, die Ecken, den Rand, einfach alles an deinem Bart beschädigen sollst, Salakia, sondern, ja, es so wie die Natur, ja, es dir quasi zuteilt, ja, es ist ein Segen, ja, ein Bart ist ein Segen, ja, diesen dann eben auch wachsen zu lassen. So, ja, es gibt keinen hässlichen Bart, es gibt keinen ungünstigen Bart, es gibt auch keinen ungepflegten Bart, ja, kommt es natürlich wieder auf dich drauf an, ja, aber ein Bart ist in jedem Punkt, in jedem Aspekt, ja, äußerst positiv, auch in Bezug auf, wie kommt es an bei den Frauen, ja, was hält Gott davon, ja, mag sein, dass es vielleicht tatsächlich, ja, das sage ich dir aber auch ganz ehrlich, ich denke nicht weltlich, ja, ich denke nicht profan, ja, wenn du profan denkst, dann ist es sowieso dein Pech, ja, dann wirst du ohne Bart rumlaufen, dann kann es sein, dass der ja einen kurzen Prozess mit dir macht, ja, bin ich ehrlich zu dir, kann natürlich auch sein, ja, ich wäre da vorsichtig, weil solche Sachen sind halt einfach feststehende Geschichten, die sich nie ändern werden, ja, und du kannst nicht einfach hergehen und deinen Bart ständig da abrasieren und rumlaufen wie eine Frau, ja, das geht halt nicht, ja. Das wissen eigentlich alle Menschen, ja, dass es ein Zeichen von Männlichkeit ist, auch wenn es vielleicht ab und an nicht für jeden, ja, der Trend ist. Ja, es gibt genug, was weiß ich, Friseurläden da draußen, die haben als erstes Bild, ja, von Männern einen bärtigen Menschen da, ja. Also das ist auch ein Zeichen von Modebewusstheit, ja. Das soll jetzt nicht das Augenmerk sein, aber es hat nur positive Aspekte, ja. Okay? So. Dann haben wir hier als nächsten Punkt nor make any cuttings, Salakia, in their flesh. Ja, was könnte damit gemeint sein? Soll aber heute auch nicht das Thema sein. Hier ist natürlich ein Tattoo gemeint. Wenn du Tattoos hast, ja, was soll's, hast du halt mal gemacht, ja, ich würde es halt nicht wieder tun. Weshalb, wieso, weshalb, warum? Weil die Leute sich damals zwecks toter, also verstorbener Menschen, ja, verstorbener Menschen, Tattoos reingeätzt, reingeritzt haben, ja, heute macht man das aus scheinbarer Mode, ja, wahrscheinlich bist du noch eher seltener unterwegs, wenn du kein Tattoo hast, ja, und haben somit eine Art Gedenkmal an sich selbst errichtet, ja, indem sie da jetzt was reinätzen in ihr eigenes Fleisch, ja, in den Tempel Gottes, musst du dir mal vorstellen, ja. Ich ritze mich selber an, weil jemand verstorben ist, ja, das hat nichts mit neuem Wesen zu tun, es hat nichts mit Wiedergeburt zu tun, es hat nichts mit Israelitsein zu tun, ja, es hat eher was mit, sorry, ja, aber nicht nachgedacht zu tun, ja. Dann hast du da auch die Leute, die jetzt da irgendein Datum sich da reinätzen, ja, was weiß ich, was sie sich da nicht alles in die Haut reinätzen. Musst du mir vorstellen, so gehen die Leute mit ihrem Körper um, ja. So, ich habe selbst Tunnel getragen, ja, weiß nicht, vielleicht sagt der Kid irgendwas, ja, ich habe damals Tunnel getragen. Ich würde auch heute, ehrlich gesagt, noch Ohrringe tragen, aber ich habe gerade keinen Bock drauf, ja. Ich habe jetzt auch mehr Bock auf diesen Natural-Look, ja, Salakia. Und im Endeffekt, ich würde mir nie was irgendwie in die Haut reinätzen, ja. Was weiß ich, was Gott davon hält, ja. Ja, das ja eben auch durch den Heiligen Geist uns vermittelt, ja. Er hält sehr wenig davon, ja. Also ich würde es halt einfach lassen. Ja. Also, es wird wiederholt, dass eben, der Rand des Bartes oder überhaupt der Bart nicht angetastet werden soll, ja, der ist supreme, der Bart, ja, das ist einfach so, ja, es ist eine Tatsache, eine unberührte Tatsache. So, dann gehen wir zu 2. Samuel, Kapitel 10, Vers 4,
kurz einen Schluck Kaffee trinken. Kapitel 10, Vers 4. Wherefore Hanun took David's servants and shaved off one half of their beards, and cut off their garments in the middle, even to their buttocks, and sent them away. Okay. Das heißt also, wir haben hier wieder ein gutes Beispiel, ja, wie das damals gehandhabt wurde, ja, und wie damals allgemein das Abrasieren oder das Zerteilen, ja, oder Abschneiden, Kürze machen eines Bartes, ja, betrachtet wurde, ja. Das heißt, es ist ein Zeichen von Trauer, ein Zeichen von Verlust, ein Zeichen von, man hat etwas verloren oder man verliert, ja. Damit hat es also zu tun. Dann gehen wir gleich über zu Esra Kapitel 9, Vers 3. And when I heard this thing, I rent my garment and my mantle and plucked off the hair of my head and of my beard and sat down astonied. Also hier geht es also auch darum, ja, dass er hier etwas gehört hat. Ja, und also in Bezug auf etwas Schlechtes, ja, und sich halt dann hier auch entsprechend erstmal als Zeichen von, ja, Verlust, Zeichen von nicht unbedingt Schande, ja, aber als Zeichen von Verlust hier gleich seinen Bart abrasiert hat, ja, oder abgeschnitten hat. Ja. Selbe Prinzip. Du hast hier Beispiele, die eindeutig sind. Ja, die hier auch gar keinen anderen Anlass zulassen, ja, als wie, dass es ein Zeichen oder dass du dich selber als Zeichen von Selbstmitleid dahinstellst und deinen Bart hier jetzt abrasierst, ja. Keiner hat gesagt, du sollst deinen Bart abrasieren und keiner sagt, du musst hier irgendwie aus Selbstmitleid hier irgendwie Sachen machen, die Gott einfach von Natur aus, ja, von der Schöpfungsordnung her, Grund auf so gemacht hat, ja, aus einem bestimmten Grund, ja. Dann gehen wir über zu Micha Kapitel 3, Vers 7. Ja, ich fliege hier mehr oder weniger drüber. Ich glaube, du weißt selbst, ja, was das Thema hier eigentlich beansprucht, ja, ich möchte es dir aber wirklich hier auch als, ja, als, nicht als Auslegung, sondern wirklich als Meinung, ja, wie sehe ich das und was kann auf dich zukommen, ja, wenn du hier so eine grundlegende Ordnung einfach hier schändest quasi, ja, oder was denkst du dir dabei, ja, das möchte ich dir verdeutlichen, ja, ich habe vor geraumer Zeit, ja, auch noch mal im Bart kürzer gemacht und teilweise so, dass man nicht wirklich, ja, von Weitem gesehen hat, ah, okay, der hat jetzt da schon eigentlich auch einen recht guten Bartwuchs, ja. Ich möchte dir einfach mal bewusst machen, ja, was du dir damit antust, ja, wenn du deinen Bart da, deine Männlichkeit quasi runterrasierst, ja, in anderen Worten, ja, geht gar nicht. So, dann gehen wir mal zu, es ist wie, als würdest du dir auf die Stirn schreiben, ich bin eine Frau, ja, kannst genauso machen, mach's nicht, ja, aber es kannst du theoretisch genauso machen, ja, ist genau dasselbe, als wie würdest du jetzt hier deinen Bart, der auch noch wahrscheinlich schön wächst, je nachdem, ja, ein Israeliten, den wächst normalerweise schon ein guter Bart, ja, selten ist es nicht der Fall, ja, dass du den da jetzt einfach komplett wegrasierst, ja, oder die ganze Zeit kürzer machst oder sowas, ja. Es gibt natürlich jetzt hier keine Vorgabe, ja, so und so lang muss der Bart sein, aber es gibt mit Sicherheit, ja, eine Grenze von vielleicht so 4-5 Millimeter, die ich nicht
da übertreffen würde an deiner Stelle. Ja? Und ja, wie gesagt, als Zeichen der Trauer rasiert man sich den kürzer, macht man den irgendwie jetzt da halb weg. Ja? Ich würde ihn einfach komplett wachsen lassen. So. Wenn wir zu den Stellen im zweiten Teil der Bibel sozusagen, ja, es gibt eigentlich keinen zweiten Teil, aber wenn wir jetzt mal von den Propheten ins Evangelium und in die Apostelgeschichte, ja, halt ins sogenannte NT übergehen, dann sehen wir da natürlich auch dieselben Merkmale. Ja, das heißt, ein Bart ist natürlich hier das, was es schon immer war und daran wird sich auch nichts ändern. Homosexualität soll natürlich heute auch kein Thema hier sein. Ja, da können wir wann anders drauf eingehen. Davon redet man gar nicht, ja, weil heute heiraten auch Menschen einen Baum oder eine Lokomotive oder ein Krokodil. Ja, das heißt noch lange nicht, dass das richtig ist. Ja, verstehst du? Okay. Micha Kapitel 3, Vers 7. Salakia. Then shall the seers be ashamed and the diviners confounded. Yeah, they shall all cover their lips, for there is no answer of God. Ja, das heißt, dem Propheten bleibt irgendwann mal, ja, die Antwort Gottes aus. Ja, auf Bayerisch oder ich weiß nicht, ob das Bayerisch ist, ja, oder auf Deutsch halt, würde man sagen. Die schauen dann halt blöd aus der Wäsche, ja. Und so wird's, also das ist halt eine Prophetie oder eine Strafe von Gott hier gewesen, ja, eine Zukunftsprophetie. So. Das heißt, die schauen dann halt blöd aus der Wäsche, weil sie keine Antwort von Gott bekommen, ja. Hier steht jetzt, also das ist halt wieder eine andere Übersetzung, ja, das ist jetzt die King James Version, ich weiß jetzt nicht von welchem Jahr, ja, aber normalerweise steht hier, dass ihre Bärte rasiert werden, ja, oder dass ihre Bärte rasiert sind zu dem Tage, ja, wo sie da jetzt stehen, eine Antwort von Gott erwarten oder bekommen wollen, wie sie es sonst auch immer bekommen haben, ja, und dann bekommen sie halt auf einmal keine, ja, muss ich mir vorstellen, ja, bis ist da ein Prophet, der das ganze Volk ist zu dir gekommen, hat immer eine Antwort von dir bekommen, die direkt von Gott zu dir gesandt wurde, ja, und dann, also, das ist jetzt eine Zukunftsprophetie. Ja, und dann kommt halt keine Antwort mehr von Gott. Ja. Und die stehen da und schauen halt dann blöd. Ja. Und stehen halt dann mit geschorenen Bärten da. Verstehst du? Ja. Also selbst der Bart ist selbst ein Ausdruck für die Verbundenheit zu Gott. Ja. Und sogar Gott benutzt dieses Prinzip. Ja. Oder macht sich selbst eine Art, hat eine Art von Humor hier noch, ja, und sagt halt, dann werden die Propheten halt dastehen, ja, und das Gesicht verlieren, sozusagen, oder im Erdboden versinken, ja. Weißt du, was ich meine? Sie werden dastehen mit einem geschorenen Bart, ja, wo sie sonst einen Bart hatten. Verstehst du? Ja, und du bist jetzt da und rasierst dir ständig deinen Bart ab, ja. Das musst du dir mal vorstellen, wie das komplett im Gegenpart zur Bibel oder zu dem, was Gott überhaupt denkt und sagt. Ja, Gottes Gedanken sind sowieso nicht unsere Gedanken, davon abgesehen. Ja, die sind ein bisschen höher, aber grundsätzlich, so denkt ihr halt darüber. Ja, das möchte ich dir mal hier ganz klar verdeutlichen. Ja, und ja, mach dir da auf jeden Fall mal deine Gedanken drüber, ja, und ja, sei gesegnet, ja, Israel, Namen Jahawas, Baruch Hashem, Yahweh Shai. Wir sehen uns dann im nächsten Video, gerne auch wieder über die Tora. Ich kann dir nicht sagen, wie wichtig das Ganze hier, vor allem die Tora ist, ja, da steckt nämlich alles drin, Yahweh Shai, ja. Das Reich, was hier runterkommt auf die Erde, ja. Das, was Mose empfangen hat von Gott, ja. Alles. Einfach alles.
Okay. Und es gibt quasi nichts Wichtigeres, ja. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Shalom.